Yo, hi, grüßt euch, servus. Ja, ich koche heute am Curryreis. Und zwar Golden Curry. We cook today a Japanese meal. Is the curry rice. Was brauchen wir alles dafür? Und zwar brauchen wir erstmal SB Curry. Da gibt es einen scharfen, gibt es auch einen etwas süßlicheren. Oder erstmal ganz scharf. Anyway, ich habe da Medium Hot genommen. Also das brauchen wir. Dann brauchen wir eigentlich zwei Zwiebeln. Ich habe leider nur noch eine da gehabt. Aber am besten, man schneidet drei Zwiebeln auf. Dann etwas Putenfleisch. Mal gucken, ob man das überhaupt sieht. Ob ich da richtig... Ja. Das habe ich so in Würfel geschnitten. So in der Größe ungefähr. Putenbrust. Dann habe ich hier Kartoffeln. Auch in Würfeln geschnitten. Dazu kommt noch Karotten. Karotten. Wer will, kann auch andere Gemüsesorten mit beigeben. Ich persönlich mag das jetzt so am liebsten. So, jetzt schauen wir mal, was hier drin ist. Der Curry sieht so aus. Machen wir mal eins weg, das müsste eigentlich genügen. So, jetzt fangen wir da mal an. Und zwar Pfanne an. Jetzt rösten wir erstmal die Zwiebeln an und das Fleisch. Dann geben wir ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Curry und dann kommen die Kartoffeln und die Karotten noch rein. So, jetzt hoffe ich, wird es schön heiß. In der Zeit kann man das vielleicht noch mal erklären. Also ich glaube, das Öl ist schon mal heiß. Ist hart. Der Öl ist hart. Gebe ich da ein paar Zwiebeln rein. Wir lassen jetzt die Zwiebeln schon anrösten. Ich habe leider ein wenig Zwiebeln, aber zum Vorführen genügt es. Anyway, anyhow, schauen wir mal, ob man das schon sieht. Ob man das schon brutzelt, Bursch. Fast wieder so ein Kaster hier oder was. So, brutzel die Brutzel. So, die sollen schön knusprig braun werden, die Zwiebeln. So. Und dann sind noch nicht ganz so knusprig. Ja, jetzt wird schon langsam. Muss ja nicht alles 100% sein. Jetzt geben wir mal das Fleisch rein. So, das lassen wir schön anbrutzeln. Schön ein bisschen Salz rein. Ich habe leider keine Sojasauce, weil normalerweise tue ich hier Sojasauce rein. So, wenn das Fleisch schon einigermaßen durch ist, brauchen wir das Wichtigste, Wasser. Hier jetzt mal so ein Liter Wasser, circa einen Liter Wasser rein. Jo. So, gehen wir schön in Liter Wasser rein. Dann kann man ein bisschen mehr nehmen. Ich glaube, ein Liter ist wenig. Nehmen wir gleich mal 1,5 Liter. Jo. Dann gebe ich persönlich immer erst einmal ein kleines Stück von dem Golden Curry rein. Noch nicht alles, aber ein bisschen. Sieht so aus. Anyway, anyhow. Jetzt gebe ich dann die Kartoffeln rein. Die brauchen etwas länger, die Karotten. Weil die Karotten etwas klein gemacht. Aber da geben wir jetzt mal alles hinein. So, das lassen wir jetzt, bis alles schön durchgegart ist, eine Viertelstunde kochen. Und danach schalte ich mich wieder ein. Jetzt lasse ich das mal eine Viertelstunde hier aufköcheln. Weil danach tue ich noch etwas Golden Curry, also unser Spezial-Haschisch rein. Ajish.
bin ich jetzt mal kurz mal weg. Mhm. Ja, bis zum nächsten Teil. Ja, minasan, tadaima. Ah, da bin ich wieder. Ja, hier, gern. Und zwar, jetzt muss ich noch einen Reis vorbereiten. Da möchte ich einen kleinen Trick zeigen. Und zwar, ich habe jetzt einen Reis rein. Leider schon ein bisschen Wasser, wollte ich nicht. Aber ich habe jetzt meinen Reis hier rein. Dann, wie man Reis kocht, gibt es ein ganz einfaches Mittel, wie das immer gelingt. Jetzt nehme ich mal den Reis. Den tue ich jetzt mal ein bisschen waschen. Machen wir gleich mal. Jetzt nehmen wir kurz weg. Halt, das können wir ja so machen. Spuppdiwupp. Wo ist er denn? Hier. Da ist er. Wasser rein, dann waschen wir den jetzt mal ein bisschen durch. Ja. Schauen wir, ob wir hier Platz finden. Ja, geh schon her da. Stehen bleibt. Ja. So, nehmen wir das mal raus, das war Geschirr. Bisschen die Stärke rausgeht. Das macht man auch beim Sushi-Reis. Außerdem wäscht man dann noch irgendwelche Pestizide weg, die wo vielleicht noch auf dem Reis drauf sind. Also ich persönlich wasche Reis lieber. So, durchkneten. So, das macht man ein, zwei Mal. Am Wasser, dass man immer weiß, wie viel Wasser man in den Reis reintut. Also beim Sushi-Reis ist es zumindest so. Ich merke mir das immer ganz einfach. Diese Fingerkappe bis daher, also hier ist er, glaube ich, gell? Bis zum ersten Strich. Guckt mal her. Vielleicht seht ihr das hier. Muss ich mal schauen. Ja. Finger rein. Wenn es bis zum ersten Strich geht, passt das Wasser in den Reis. Also schön glatt streichen. Finger rein bis zum ersten Strich, optimal mit Wasser. Und das haut eigentlich immer hin, wenn man nicht weiß, wie viel Wasser da ist. So, lala. Dann zeige ich auch noch einen kleinen Trick am Schluss beim Kochen vom Reis. Dann nehmen wir dann Pfennigstücke oder Centstücke her, dass der Reis nicht anbrennt. Aber das zeige ich euch noch beim Kochen. Jetzt stelle ich mal den Reis auf. Jetzt gehen wir mal wieder in die alte Kameraposition. Jop. Hey. Wo ist er denn? Da ist er. Ja. Und da probe ich noch meine Currysoße. Hier, schön. Hier habe ich jetzt mal den Reis. Den stellen wir auch gleich auf. So, den lassen wir jetzt aufkochen auf 3. Wenn es kocht, gehen wir auf 2 runter. Wenn wir runtergehen, legen wir da 2 Centstücke auf die Ofenplatte. Dadurch kann der Reis nicht anbrennen und er gart auch recht schonend, möchte ich mal sagen. So, den brauchen wir auch nicht. Ja, das war es jetzt so zwischen. War so ein kleiner Break-in. Der Reis-Break-in war das. Ich komme dann gleich wieder zum dritten Teil. Also bis gleich, bis das fertig ist. So, hier bin ich nochmal. Und zwar wegen dem Reis. Jetzt nehme ich das hier mal mit. Guckt euch das nicht so an. Da haben wir Reis. Wie ihr seht, kocht es. Wir sind wieder auf 3. Jetzt schalte ich mal auf 1,5 runter. Und dann mache ich immer meinen kleinen Zaubertrick. Zaubertrick, oder? So ist das mal, ja? Genau. Und zwar tue ich da 2 Centstücke drauf. Und dann hier den Reis runtergeschaltet auf 1,5. Und dann lassen wir das jetzt ein bisschen köcheln. Deckel drauf. Gute Zeit. 10 Minuten, Viertelstunde dürfte fertig sein. Ja, und den lasse ich so fertig garen. Auf den Zentstück. Ja. Oh, meine Currysoße ist noch am Köcheln. Die Kartoffeln sind noch nicht ganz durch, die Karotten auch noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen und ich komme gleich wieder. Yo Leute, hier bin ich wieder.
Tadaima. So, jetzt ist mein Curry-Soße so fast fertig. Beziehungsweise die Kartoffeln, Karotten, das Fleisch ist gut durch. Und jetzt zum Schluss gebe ich noch einen Block von der Currypaste rein. Also Golden Curry. Ich nehme jetzt mal ein halbes Stück. Erstmal langsam probieren, sich herantasten. Aber jetzt nehme ich mal ein halbes von unserer Spezialplatte. Ja. Gehen wir hier rein. Rühren wir da um, bis sich das schon auflöst. Und das lassen wir dann nochmal 5 Minuten so einkochen. Ja, gehen wir da nicht alles rein. Reizen wir nicht noch. Also kann man sagen, ein so ein Block reicht für 1,5 Liter Wasserflüssigkeit. Hier steht zwar drauf, 6 Teller, 800 Milliliter Wasser, Kapra, okay. Für 800 Milliliter, ja, kommt hin, ich habe jetzt 1,5 Liter rein. Wenn man Kartoffeln, Karotten und das Fleisch ein bisschen aufköchelt, verschwindet das Wasser natürlich. Ja, kommt hin, sagen wir 1 Liter ungefähr, kann man so einen Block rein tun. Das sind 120 Gramm. Wie gesagt, wer will, kann auch ein bisschen Sojasauce reintun. Aber braucht es eigentlich nicht. Weil die Currypaste hat schon einen sehr starken Eigengeschmack, ist ja auch schon gewürzt. So, jetzt schalte ich mal runter, bevor es hier da. Ja, der Spitzer gibt. Ja, das verbiegt sich schon langsam. Aber ja, die dürfte gut fertig sein. Ja, der Reis. Fast fertig. Ja. Dann sind wir da eigentlich fertig mit Curry Reis. Ich hoffe, ihr könnt euch kocht das auch mal nach. Also mir schmeckt das nicht gut. Und wer schon mal beim Japaner war, kennt bestimmt Curry Reis. Ist anders wie der indische Curry. Gibt auch diesen thailändischen Curry. Diesen Plastikdosen, aber der ist sehr scharf, mit dem sollte man sehr vorsichtig umgehen. Und der Golden Curry, also mit dem finde ich, kann man recht gut eine schmackhafte Soße machen. Jo, ja, so wie ihr seht, hat es jetzt so richtig sehnige. Ja, so soll es auch ausschauen. Seht ihr hier? Wie kann man das irgendwie ein bisschen besser? Ne, mit dem Licht ist bei mir ein bisschen schlecht. Aber wir sehen jetzt. So, dann bin ich eigentlich fertig. Lasst es euch schmecken. Ich lasse mir jetzt auch schmecken. Ich hoffe, mein Reis ist gleich fertig. Ja. Und ja. Im Frieden geht doch alles irgendwie besser. Anyway, anyhow, bye bye. Haha, da bin ich doch nochmal. Ja, so sieht das Ganze aus jetzt. Teller. Noch einen kleinen Geschmack dazu. Und zwar gebe ich gern Sesamkörner. Ein bisschen Sesamkörner dazu. So. Jetzt bin ich auch wirklich fertig. Ich lasse mir das jetzt schmecken, so wie ihr seht. Also, itadakimasu. Gurken.